Hallo zusammen und willkommen zurück hier im Banditenlager. Wir sind gerade noch dabei, drei Butler auszusuchen, denen wir Steine geben, sodass sie dann anfangen können, da oben drin zu buddeln. So ist es. Ich habe nochmal bei Mondgesänge geguckt, es tut mir leid, aber ich kann dieses Spiel nicht ohne Mondgesänge spielen. Hoppala. Und es gibt doch fünf Leute, die wir zur Auswahl haben. Und einer davon, den sollten wir auf jeden Fall reinlassen, das ist dieser hier. Hey! Den hatte ich schon wieder ganz vergessen, ehrlich gesagt. Du wirst in der Mine gebraucht. Endlich! Hier, du sollst mein Erz dafür haben. Genau, der gibt uns nämlich Erzbrocken dafür, die nehmen wir doch gerne mit. Ansonsten ist das, glaube ich, relativ egal, wen wir nehmen. Wir haben noch zwei zur Verfügung. Lena haben wir hier noch. Wir haben Finn. Ich würde gerne Emilio wieder in die Mine lassen. Du wirst in der Mine gebraucht. So, du bist jetzt also der Boss hier, okay? Dann werde ich mal losziehen. Finn und Lena, jetzt haben wir natürlich noch einen, den wir reinmachen müssen. Und einen, den ich jetzt wieder vergessen habe. Lasst mich mal ganz kurz nachschauen. Nur damit ich euch sagen kann, welche Leute man hier mitnehmen könnte. Nicht, dass das jetzt so großartig relevant wäre, außer dass man ja, wie gesagt, von Paul zwei Erzbrocken bekommt. Emilio, Finn, Lena, Paul und Logan. Jetzt muss ich nur noch mal schauen, wer war denn Logan? Das war der... Moment, war das nicht einer von den... Ach, das war er hier. Doch, dann nehme ich den. Das war er hier. Du wirst in der Mine gebraucht. Du hast es also geschafft, hm? Okay. Gut, dass du mich nicht hängen lässt. Genau, der hat uns draußen geholfen, deswegen lasse ich ihn in die Mine. Alle wollen das ja. Emilio hat uns geholfen und Paul... Der hat mir einfach leid getan. So, dann haben wir das. Dann haben wir drei Leuten jetzt hier rote Steine gegeben. Dann können wir jetzt eigentlich schon wieder anfangen, hier munter unserem Speicherwahn zu frönen. Der arme Kerl kann einem leid tun. So. Tag, Torus. Hey, du. Mann, ist das wieder ein scheiß Wetter da draußen. Ich habe drei Kerle losgeschickt. Alles klar. Dann kannst du wegen mir rein. Nice, wir haben es geschafft. Da kann man sich nicht drauf verlassen. So. Halt! Geh mir aus dem Weg, Wache. Ah, in Ordnung, du kannst passieren. Das ist aber nett. Und hier haben wir doch tatsächlich den letzten. Sehr schön. Das sollte der letzte gewesen sein, nicht wahr? So. Du warst doch der Typ mit den Teleport-Dingern. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Hier hast du ein paar Goldmünzen. Cool. Sehr schön, okay. Canyon, Tal, Sumpf, Banditenlager. Hopp. Die müssen sich auch denken, was ist mit dem Kerl? Na, bist du auf dem Weg in die Mine? Eigentlich will ich zu Raven. Hey, versuch den Tempel zu betreten und du bist so tot wie die Gefangenen hier. Sieh lieber zu, dass du in die Mine kommst. Warum sind sie tot? Die haben sich kaputt geschuftet. Haha, witzig. Blöd, Mann. Okay. Ich meine, das ist jetzt auch ein wenig makaber, aber gut. Herr Gardist. Also da darf ich nicht hoch, wenn ich das richtig sehe. Ob man die Dinger knacken kann? Ohne, dass mir einer was will?
Ach komm schon. Das war jetzt einfach nur 6-mal rechts. Okay. Na, wenn ihr meint. Ach, die ist gar nicht verschlossen. Da ist auch nur was Pflanziges drin. Und hier, die ist auch nicht zu. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. So. Jetzt hat mir jetzt immer noch keiner was gewollt. Dann gehen wir mal hier rauf und gucken mal, ob einer was sagt. Hallo Gardist und hallo Gardist. Hey, langsam. Du kommst nicht rein, also verschwinde. Geh aus dem Weg, ich muss zu Raven. Niemand betritt diese Gemächer. Klare Anordnung von Raven persönlich. Okay. Es ist verdammt wichtig, dass ich ihn erreiche. Nein, ist es nicht. Nur Bloodwyn hat die Erlaubnis, sich drinnen aufzuhalten. Bloodwyn? Sollte der nicht tot sein? Er ist stärker als jemals zuvor. Und wenn er erfährt, dass hier jemand Ärger macht, macht er Kleinholz aus dir. Okay. Bloodwyn ist drin. Dann hol ihn raus. Ha! Glaubst du im Ernst, ich würde das tun? Mag ja sein, dass du jetzt ein wichtiger Mann im Lager bist, aber deine Macht endet genau hier. Begriffen? Also, geh in die Mine und buddel nach Gold oder mach sonst was, aber steh hier nicht im Weg rum. Okay. Wir sprechen uns noch. Du kannst dir denken, was ich dir dann sagen werde. Wahrscheinlich was Ähnliches, ja, ja. Mann, ey, mach doch mal das Scheißwetter aus. Ach, diese Jahreszeit, da regnet es im Minental immer so viel. Ne, wir sind nicht im Minental, hier in, wo auch immer wir sind. Dann gehen wir mal in die Mine. Hey, willst du buddeln gehen? Dann vergiss nicht, dich bei Sketty einzudecken. Was brauche ich denn? Nun, zumindest eine Spitzhacke. Etwas Proviant kann auch nicht schaden. Oder wie wäre es mit Heiltränken? Da unten gibt's Minecrawler. Ach stimmt, um die Sachen müsste ich mich noch kümmern, ne? Spiel auf das Geschäft. Seitdem die Gruft offen ist, werde ich nicht mehr viel los. Raven hat keine Verwendung mehr für die Sklaven, deshalb packen sie jetzt das Gold. Auf Anordnung von Bloodwyn. Und die Butler ruhen sich aus. Butler, die sich ausruhen, sind nicht gut fürs Geschäft. Verstehe ich. Bloodwyn? Hat er hier was zu sagen? Er hat die Aufsicht über die Mine, aber er ist so gut wie nie hier unten. Die meiste Zeit verbringt er bei Raven im Tempel. Was genau bedeutet so gut wie nie? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, als er aus der Gruft kam. Nein, warte. Das letzte Mal war er hier, als er die Sklaven zum Goldhacken geschickt hat. Im Gegensatz zu Raven hat er ein großes Interesse an Gold. Mhm. Was ist das für eine Gruft? Eine verfluchte Unglücksgruft. Die Wächter der Gruft haben viele Männer getötet. Wächter? Redest du von Wesen aus Stein? Ziemlich flach mit rundem Kopf? Genau die meine ich. Zu Dutzenden kamen sie aus den Tiefen des Steins. Ich wusste von Anfang an, dass es nicht gut ist, die Gruft auszubuddeln. Aber Raven war wie besessen von der Idee, dort zu graben. Und als die Gruft endlich freigelegt war, ist er mit seiner Garde dort reinmarschiert. Sehr interessant. Was wollte Raven in der Gruft? Du bist ziemlich neugierig. Erinnerst mich an einen Kerl, den ich mal kannte. Er war genauso neugierig. Und das ist ihm irgendwann zum Verhängnis geworden. Komm zur Sache. Was ist in der Gruft passiert? Nun, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. Hey, Sketty, nicht jetzt. Das hier ist wichtig. Also, was hat Raven dort gemacht? Na schön. Er hat etwas gerufen, beschworen. Er rief immer wieder Worte in einer fremden Sprache. Helles Licht drang aus der Gruft und dann hörte ich einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ein dämonischer Schrei. Und? Weiter? Mehr weiß ich nicht. In dem Augenblick kam Bloodwyn aus der Gruft und hat mir gesagt, ich soll verschwinden. Das habe ich dann auch getan. Es hat auch gar nicht so lange gedauert und Raven ist mit seinen Jungs wieder im Tempel verschwunden. Seitdem hat sich Raven nicht mehr blicken lassen. Ich verstehe, okay. Willst du was trinken? Wenn du ein Bier hast, das wäre jetzt genau das Richtige. Bier gibt's nämlich kaum hier im Lager. Aber vielleicht hat Lucia noch eine Flasche. Na, ein Bier werde ich ja wohl haben, oder? Wohl bekomm's. Boah, das schmeckt gut. Danke, Mann. Du bist mein Held.
Okay. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Eine Spitzhacke in die Hand nehmen und auf einen Goldklumpen draufschlagen, das kann jeder. Aber dabei zersplittern viele Nuggets. Deshalb sollten nur Leute hacken, die was davon verstehen. Ich kann dir noch mehr erzählen, wenn du etwas Erfahrung mitbringst. Ah, hier kann ich jetzt also Goldhacken für Lernpunkte lernen. Das lohnt sich aber vermutlich überhaupt nicht, oder? Lernpunkte sind sowieso so rar und ich weiß nicht, was ich durch das Goldhacken überhaupt dann kann. Mehr Gold kriegen? Okay, aber Gold ist mir relativ Wurst. Das Thema hatten wir ja schon mal. Ich bin ja Schmied. Das müssten wir nochmal ausnutzen demnächst. Wir haben, glaube ich, noch einiges an Rohlingen hier. Lasset mich mal schauen. Ne. Hier haben wir noch 10 Rohstahl, genau. Lederbeutel mit Münzen drin. 100. 100. 100. 25. Okay. Dann haben wir hier noch Apfeltabak, Aquamarin, aber hatten wir nicht noch, wir hatten doch noch glühenden, genau hier, glühender Stahl, da haben wir noch 46 von, da können wir noch viele Waffen von schmieden. Also Geld ist kein Problem. Gehen wir trotzdem mal hier unten rein. Insbesondere das mit den Minecrawlern ist natürlich interessant. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hallo Logan. Hey, du. Wie läuft's? Hey, dank dir habe ich's geschafft. Ich bin in der Mine. Ich habe zwar noch nicht viel Ahnung vom Goldhacken, aber das wird schon. Ich habe schon das Wichtigste gelernt. Beine fest auf den Boden und immer fest draufkloppen. Da kann man sich nicht drauf. Okay. Wie läuft's? Hey, ich hab... Okay, das hatten wir gerade schon. Ich komme später wieder. Werden wir sehen. Ich komme auf jeden Fall wieder vorbei. Hey. Ich war ganz allein. Wie läuft's? Ich rackere mich ganz schön ab. Na, Hauptsache, ich werde nicht von einem Crawler gefressen. Also der bringt mir nichts bei, okay. Hallo Paul. Hey. Sonst alles klar bei dir? Ja, ich werde einen Haufen Gold aus diesem Fels holen. Okay. Ach, guck mal an. Hier haben wir sogar die Möglichkeit zu schmieden. Hier können wir auch unseren Rohstahl in glühenden Stahl umwandeln. Das machen wir ja hier mit dem Schmiedefeuer. Das machen wir mal eben. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Wir müssen ja im Training bleiben. So, wie viele sind es noch? Müssten, dürften nicht mehr viele sein. Womit denn? Genau. So, hallo Crimson. Hey, du. Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse. Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mache dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Das ist ja Quatsch. Lass uns falschen. Nein, das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon Fatang Shatar Fatang Belia. Und dann kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme, das war der Klang des Untergangs der Welt. Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme.
Ich weiß nicht mehr, was Sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Das ist interessant. Können wir Erzwaffen schmieden? Nee, das hätte mich gewundert. Ah ja, edles Schwert können wir machen. Und das können wir dann verkaufen und dann haben wir damit Geld, genau. Hey, wo willst du hin? Willst du in diesen Gang? Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Sie müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bladwin. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bladwin geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Ich sehe schon, hier müssen wir mal irgendwie mal was tun. Könnt ihr mir vielleicht noch was beibringen? Du. Was willst du von mir? Geh weg. Okay. Hi. Hey. Was willst du von mir? Geh weg. Okay. Ja, hi. Hey, du. Bitte schlag mich nicht. Hatte ich nicht vor. Hey, du. Was willst du von mir? Geh weg. Okay. Hey, du. Bitte schlag mich nicht. Hatte ich nicht vor. Okay, die sagen anscheinend alle das Gleiche. Butler, Butler. Butler. Koch, Butler. Das scheint nur ein Lagerraum zu sein. Luppala. Komm. So. Was haben wir hier? Das hier sieht aus wie die Gruft, wa? Alte Münze. Okay, das schauen wir uns vielleicht lieber später an. Insbesondere, wenn ich nochmal hier so einen Speicheribus gemacht habe. Das ist ein mächtiger magischer Zauber. Es war doch seine Entscheidung. Weißt du was über die Gruft? Ja, die Gruft liegt hinten in diesem Gang. Immer den Leichen nach. Dann wirst du sie schon finden. Will auch keiner wissen. Wie sieht's aus? Schade, dass wir nur noch so wenig Sklaven haben. Wir müssen bald mal neue holen. Die Typen sind schon völlig kaputt. Liegt wohl daran, dass sie so wenig zu fressen kriegen. Aber eher schicke ich die Butler wieder an die Arbeit, als dass ich den Hunden ein Stück Fleisch abgebe. Ach, Menschen sind eine merkwürdige Spezies, wenn man sich das hier so anguckt. Nun denn. Gehen wir einmal hier rein, denn ich fürchte, wir werden hier wahrscheinlich wieder auf irgendwen treffen. Hey, ich bin in Ordnung, aber Pathos ist ziemlich am Ende. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. Okay. Hey. Was willst du? Ich bin nur ein gefangener Arbeiter. Ich hab nichts getan. Wer sagt denn, dass du was getan hast? Hey, du. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ja, das klingt schon, als würden wir hier einen Aufstand anzetteln. Wie geht's dir? Ich bin fertig. Völlig fertig. Ist es ein strahlender Sonnentag oder eine dieser klaren Nächte, in der tausend Sterne funkeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes? Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. Halte durch, die Rettung naht. Danke. Danke für deine Worte. Ja, einen Trank geben wir ihm auf jeden Fall. Hier, trink das. Ja, ach, guck mal, eine Fleischsuppe können wir ihm auch geben. Jetzt ist das natürlich ein bisschen gemein, jetzt trink bitte doch nichts. Ich will nur mal gerade gucken, was eine Fleischsuppe ist. Dampfende Fleischsuppe, Fisch. Genau, diese Fleischsuppe sollten wir ihm vielleicht nicht geben. Weil die gibt ja einen Stärkebonus. Das wäre ja dumm. Weil. Da bin ich egoistisch. Dann nimm lieber einen. Na was? Nein! Der soll bitte einen Trank nehmen. Ich fass es nicht. Betrug? Ah.
So. Wer stellt sich das immer so ein? Kann ich eben so weitergehen. Dann reden wir nochmal mit ihm bis hin zu. Wie geht. Ich bin. Ich war hier. Ich finde es schön, dass er sich selber sagt, wie geht's halt dir? Dann. So, kann ich jetzt dann ihm dann noch was geben? Ja, okay. Das funktioniert, das ist gut. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie das hier überhaupt, wie wichtig das ist, was wir ihm geben. Also nützt es ihm was, wenn wir ihm was mehr geben, oder reicht so ein einfacher Trank? Hey, du. Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe und nur das zählt. Wenn du was besprechen willst, dann ist Patrick genau dein Mann. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Nun, der Einschlagwinkel ist entscheidend für eine solide Hackerei. Nicht zu flach und nicht zu steil. So kommst du an die Nuggets und deine Spitzhacke hält ewig. Okay. Dann würde ich nämlich vorschlagen, wir reden erstmal mit Patrick und schauen mal, was wir jetzt hier an Plan entwickeln, um die hier rauszuholen. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber... Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt er von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. In Ordnung, ich glaube dir. Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht und ist dabei draufgegangen. Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar, aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Muss ich etwa alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Das wäre ja Wahnsinn. Aber das kann nicht der Plan sein. Sieh einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. Okay. Dann müssen wir schauen, dass wir die hier rausholen. Hier, trink das. Danke. Das hat mir gut getan. Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Sehr schön. Ja, er ist wieder voll geheilt. Das ist ja gut. Vielleicht hätte auch ein kleiner Trank gereicht, aber ich habe gedacht, lassen wir uns mal nicht lumpen. Hey, du. Was willst du? Ich... Okay, der hat auch nichts Sinnvolles mehr zu sagen. Entschuldigt. Wir brauchen Zugang zum Tempel. Genau, das müssen wir noch machen. Ich muss erstmal schauen, wo wir so einen grünen Novizen herbekommen. Illegale Minenanteile. Diego's Gold. Ravens Sklaven. Saturas will, dass ich die Sklaven befreie. Meine Güte, da werden unsere Quests, unsere aktuell laufenden Missionen, aber tatsächlich relativ wenig, wa? Ist ja eigentlich ganz cool. Dann wagen wir uns mal in die Gruft. Und schauen da mal rein, was es da so gibt. Dann können wir auch noch die rote Steintafel wegbringen. Das ist auch noch eine Quest. Schöne Atmosphäre hier auf jeden Fall. Meine Güte, was ist denn hier passiert, ey? Hat er die Sklaven gegen die Heinis kämpfen lassen? Was natürlich ein kompletter Unfug ist. Oder haben die das freigelegt und dann tauchten die auf und die Wachen haben dann die sich erstmal wegschnetzeln lassen und dann... Wenn Menschen mit Lebewesen umgehen, als wären sie leblose und gefühllose Dinge. Das finde ich immer ein wenig schwierig. Na gut, schauen wir mal, was wir hier drin finden. Ich bin noch ein wenig misstrauisch. Das sieht ja sehr gruftig aus hier. Und gruftig ist ja jetzt nicht unbedingt gut. Allerdings waren die ja schon hier. Deswegen vielleicht erstmal kaum Gefahr von diesem Ort ausgeht. Lustig finde ich, dass hier immer und überall, dass hier Tränke und sowas rumliegen. Okay.
Das sieht also erstmal nicht aus, als könnten wir hier noch irgendwas tun. Die Frage ist nun, wie bringen wir den Wachen bei, dass die Sklaven einfach gehen können? Meine Meinung kennst du ja schon. Das können wir ja einfach mal versuchen. Übrigens, lass doch mal bitte die Sklaven frei. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf. Bladwin hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven. Also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Thoros da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich entscheide, wer in die Mine kommt. Du machst Estebans alten Job. Dann hast du ja gar nichts zu melden. Schwör ab. Okay, na immerhin ist hier nichts Schlimmeres passiert. Ich hätte mir auch denken können, dass wir damit offenbaren, was wir hier eigentlich tun und wollen. Das deswegen eher blöd ist. Aber hier waren wir noch nicht, ne? Da sind die Minecrawler, genau. Hey, warte mal. Gibt's Probleme? Minecrawler. Jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt, aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bladwin hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bladwin reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Das ist ein netter Hinweis darauf, dass man sie vielleicht alle hier rauflocken könnte. Kannst du mir noch was über Bladwin sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann es nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Okay. Also bisher ist ja noch nichts Gravierendes hier in der Mine passiert. Die Minecrawler werden natürlich eine lustige Herausforderung. Was passiert, wenn ich einen Minecrawler mit dem hier... Das funktioniert ja gut. Okay, wir sind relativ stark. Das ist sehr schön. Das ist ja sehr gut. Dann können wir ja mal schauen, ob wir hier ein bisschen aufräumen können. Ich glaube, da hinten ist ein Minecrawler Warrior. Kann das sein? Die haben wir doch schon mal in irgendeiner Mine getroffen. Bumm. Huppala, das sind ein bisschen viele. Aber die Rüstung hält dann zum Glück ganz viel aus. Ja, das ist gut. Ja, sehr schön. Wow, also das... Wir sind ganz schön stark geworden. Jetzt müssten wir ja eigentlich nur mal schauen, wie wir unsere Punkte noch investieren. Ich glaube, wir haben inzwischen welche. Am besten in Geschick, damit wir dann noch den Meisterdegen anlegen können. Das reicht aber noch nicht, ne? Geschick müssten wir 5 für 10 kriegen. Ach, das ist wieder dieses Problem. Wir müssen rauf auf 59 und dann einen 5er-Pack für 10 kaufen. Und auf 59, da brauchen wir noch 2 Level, bis wir so hochkommen. Aber das wäre für mich der nächste Schritt, denn Mana reicht ja mit Amulett zumindest erstmal aus, um ein Skelett zu beschwören. Was ja auch schon mal ganz nice ist. So. So viel dazu. Na komm, versuch's. Was ist mit dir? Na komm, dann komme ich dir mal entgegen. So.
Weil dann sammeln wir ja hier mit den Minecrawlern nochmal gut Erfahrung. Ich sehe übrigens doch keinen... Na, wobei... Nee, du bist auch nur ein normaler Minecrawler, ne? Ja. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Das sieht aus, als hätten wir das hier mal freigeräumt. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge uns hier noch ein bisschen umsehen, schauen, ob es hier noch irgendwo weitergeht oder ob das alles war und können dann Bericht erstatten, dass wir die Minecrawler korrekt und zufriedenstellend entfernt haben. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Vielleicht versuchen wir uns ja auch mal im Goldhacken. Mal sehen. Tschüssi!